Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swiss Info Doof Ask Switzerland. Freut mich, sind ihr mit dabei. Ich glaube, ich muss mir mal einen anderen Begrüßungssatz ausdenken. Ich habe das Gefühl, ich sage das irgendwie jedes Mal. Aber es stimmt, ich freue mich wirklich, dass ihr mit dabei seid. Aber gut, bevor wir starten, muss ich gerade drei Sachen erwähnen. Das sind zwar zwei Finger, aber ich meine drei Sachen. Zum einen ist die letzte Swiss-Info, also die vom 1. April, natürlich nicht wahr gewesen. Alle Informationen, die wir dort kommuniziert haben, haben wir frei erfunden. Der Martin und ich haben uns ein kleines Spass erlaubt, uns überlegt, was tönt wohl am spektakulärsten, am absurdesten, und ich glaube, das ist uns durchaus gelungen. Also bitte glaubt nicht, was ihr im letzten Video gehört habt. Zum zweiten bewege ich mich jetzt in Richtung Matur, das heisst für mich Bücher lesen, auf Prüfungen vorbereiten, Stress, Schulstress, Lehrerstress, Schülerstress, alles Mögliche. Und das bedeutet natürlich auch, dass YouTube darunter leidet. Ich probiere wirklich extrem viel Zeit in YouTube zu investieren. Ich habe das Gefühl, ich investiere auch mega viel Zeit und es hat schon die ein oder andere schlaflose Nacht gegeben wegen dem. Aber bis Juni, Juli kann es manchmal zu Videoausfällen und Verzögerungen kommen. Ich probiere das ein oder andere Mal eine Vertretung zu organisieren. Aber ich kann natürlich nicht für einen regelmäßigen Betrieb hier gerade anstehen. Und als drittes würde ich mir gerne einen neuen Kanalbanner und ein neues Profilbild auf YouTube zulegen. Das heisst, ihr könnt mir eure Vorschläge auf askswitzerland@gmail.com, das ist auch gerade eingeblendet, schicken und dann auch noch schreiben, dass, falls ich euer Profilbild und eure Banner, bitte nur im Doppelpack, nehmen sollte, ich noch irgendeinen Kanal oder so etwas verlinken kann, mache ich natürlich gern in der jeweils nächsten Folge mit dem neuen Banner und dem neuen Profilbild. So, und dann sind wir jetzt bei den eigentlichen Themen von der Swissinfo. Mir ist heute Morgen ein super interessanter Artikel in der Zeitung förmlich ins Auge gestochen und ich habe dann gedacht, das ist ein super Thema für die Swissinfo. Also ins Auge gestochen natürlich nicht wortwörtlich gemeint, sondern eher sprichwörtlich. Mein Auge ist nach wie vor da und ich bin auch sehr zufrieden damit. In einer Sekundarschule in Therwil in Basel-Land ist es nämlich zu einem sehr interessanten Fall zwischen Lehrer und Schüler gekommen. Dort ist es nämlich üblich, dass die Schüler der Lehrerin, Entschuldigung, nicht Lehrer, vor und nach der Stunde Hand schütteln, was ja an sich auch ganz okay ist. Es gibt aber auch gewisse Schüler, die finden, dieser Lehrerin schüttle ich nicht die Hand. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Haben die Lehrerin nicht gern? Haben sie irgendwie Angst, sich mit irgendetwas zu infizieren? Nein. Der Handschlag mit der Dame machen die beiden strenggläubigen muslimischen Buben einfach aus religiösen Gründen nicht. Das scheint die Lehrerin dann durchaus beleidigt zu haben. Sie ist zum Rektor gegangen, aber der hat entschieden, die beiden muslimischen Buben müssen wirklich nicht die Hand schütteln. Natürlich ist der Handschlag mit Männern überhaupt kein Problem. Es geht vielmehr um den Handschlag mit geschlechtsreifen Frauen, die noch nicht verheiratet sind. Zum einen möchte ich natürlich, dass die beiden Muslime sich integrieren können und nicht extra in der Schule nur für Muslime gehen, weil nur dort auf ihre religiösen Gefühle Acht genommen wird. Ich glaube aber auch, dass wenn die religiöse Toleranz schon so groß geschrieben wird, also wenn der Tolerierende, der Tolerierte derart toleriert, dass dann doch auch der Tolerierte ein bisschen Toleranz dem Tolerierenden entgegenbringen muss. Weil wenn er das nicht macht, also wenn der Tolerierte keine Toleranz dem Tolerierenden entgegenbringt, dann führt das doch dazu, dass der Tolerierende irgendwann keine Lust mehr auf Toleranz vom Tolerierten hat. Und das wiederum führt dazu, dass der Tolerierte sich mit zunehmender Intoleranz vom Tolerierenden abkapselt. Und das wäre doch einfach ein negatives Ergebnis. Was sag ich eigentlich? Ich komme selber nicht mehr draus, Mann. Aber ich kann es an einem Stück mögen, ohne dass ich es vorher geplant habe. Es ist nicht irgendwie gescriptet oder so. Aber ich will einfach nicht mehr draus kommen, was ich sage. Aber ich bringe es nochmal im Klartext. Wenn die Lehrerin schon sagt, okay, ich passe mich ein Stück weit dir an, dann finde ich, muss er sich auch ein Stück weit der Lehrerin anpassen. Und ich meine, ein Handschlag, ein Händedruck, das ist einfach ein sehr essentieller Bestandteil in der Freundschaftskultur von unserer Gesellschaft. In dem Sinn, finde ich, müsste man eigentlich sagen, die Hand muss geschüttelt werden. Was meint ihr dazu? Ab in die Kommentare. So, und dann sind wir beim zweiten Thema und die Sonne ist mir gerade leider ein bisschen ab. Das heisst, ich hoffe mal, man sieht mich noch einigermaßen. Ich habe einen zweiten interessanten Artikel gelesen, wo ich nochmal etwas gelernt habe, was mich extrem schockiert hat. Die Schweiz ist nämlich förmlich ein Paradies für Velodiebe. Im Durchschnitt werden pro Tag in der Schweiz über 100 Velos gestohlen. Im Sommer ist das natürlich ein bisschen mehr, im Winter ein bisschen weniger, aber aufs Jahr gesehen 100 Velos am Tag. Beziehungsweise, es sind vermutlich viel mehr. Es werden 100 Fälle der Polizei gemeldet.
wer weiß, es gibt sicher auch Leute, die finden, jo, YOLO, ich melde das jetzt einfach nicht, mir stinkt's, ich habe etwas anderes vor in dieser Zeit. Und jetzt ratet mal, wenn ihr das der Polizei geht, sagen, mit welcher Erfolgsquote sie euch euer Velo auch wirklich zurückbringen können. Ihr habt eine Chance von genau 2,3% euer Velo zurückzukriegen. Oder anders gesagt, von 100 Leuten bekommen nur 2,3 Leute ihr Velo wieder zurück. Die anderen müssen sich mit dem Geld von der Versicherung zufrieden geben, was natürlich auch ein Faktor sein kann, warum viele einfach denken, ja, scheiß drauf. Für die unter euch, denen ihr Velo jetzt aber heil und lieb ist und sich fragen, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich will das Ding nicht verlieren. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten. Am Beispiel von den Vespas, Motorrädern und Töffelis hat sich zum Beispiel gezeigt, seit Helmpflicht eingeführt worden ist, kann man die Diebe öfter schnappen. Denn die Diebe sind meistens zu Fuß und ohne Helm unterwegs, sehen dann zum Beispiel einen schlecht abgeschlossenen Töff, denken sich, YOLO, den nehme ich mal. Und werden dann aber aus dem Verkehr gezogen, weil sie keinen Helm anhaben. Klar, sie sind ja vorher Fußgänger gewesen, also haben sie nicht daran gedacht, dass sie vielleicht den Helm mitnehmen könnten. Die Frage ist, ob das bei den Velos den gleichen Effekt hat und natürlich auch, ob unsere Polizisten dann auch wirklich würden, die Velofahrer ohne Helm aus dem Verkehr nehmen. Ich glaube nicht wirklich dran. Vor allem befürchten sogar gewisse Leute, dass das dann zur Folge hat, dass weniger Leute mit dem Velo unterwegs wären. Und das wäre sicher fatal. Allerdings mag ich mein Velo, ich habe es wirklich gern und fühle mich jetzt fast ein bisschen unsicher. Ah, scheiß drauf. Es muss jetzt einfach sein. Es ist zwar kein Velohelm, sondern ein italienischer Kampfpilotenhelm aus den 70ern. Aber hauptsächlich habe ich einen Helm auf dem Grind. Moderiert sich auch besser so. Ist nur ein bisschen dreckig vorne. Hey! Was sagt ihr? Sagt mir aber bitte trotzdem eure Meinung zu dem Ganzen. Würdet ihr noch Velo fahren, wenn es Helmpflicht hat? Fahrt ihr vielleicht sowieso schon mit Helm? Also ich ja, zwar nicht mit dem, aber mit einem Velohelm. Eure Meinung ganz gern in die Kommentare. Und noch eine ganz kurze Schlussmeldung aus einer Kategorie aus dem Tierreich. In der Schweiz befindet sich momentan wieder ein ganzer Bär. Der ist nämlich von der Grenze zu Italien nach Graubünden reingewandert und hat dort natürlich zuerst ein bisschen für einen Bär gesorgt. Alles in allem freut man sich aber, dass es in der Schweiz wieder ein paar Bären hat. Oder sagen wir mal jetzt noch eine, aber man hofft natürlich, dass ein paar dazugekommen werden. Denn bis vor 100, 150 Jahren hat es in der Schweiz noch Bären gehabt. Die sind aber gejagt worden, genauso wie in den umliegenden Ländern, bis sie irgendwann ausgestorben sind. Darum freut man sich jetzt natürlich, dass wieder ein paar von außen reinkommen und man hofft, dass es irgendwann wieder normal viel Bären in der Schweiz haben wird. Aber wenn ihr irgendwie in einem Bergkanton wohnt, was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Hättet ihr vielleicht ein bisschen mehr Schiss, wenn ihr mal wandern oder was weiß ich was? Oder denkt ihr, ja, 5 Bären auf Graubünden, falls es dann mal hochkommt, ist doch scheißegal. Eure Meinung, eure Freude, eure Kritik, eure Befürchtungen, ganz gerne in die Kommentare. Das war es mit dieser weiteren Folge von der Swiss Info. Wenn sie euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Schaut auch auf den Links vorbei, in den Social Medias, auf Blick und sonst wo, wo auch immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt eure Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!